Hey ho Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Terraria Trivia mit mir Pibistel natürlich und heute mit der Folge Wings. Welche Flügel gibt es und was haben sie für Effekte? Also hier sieht man die Hauptflügel, was für Effekte und so weiter sie haben, werde ich gleich alles erwähnen. Die Demon Wings, die Angel Wings, die Fin Wings, die Jetpack, das Jetpack, Bee Wings, Butterfly Wings, Fairy Wings, Harpy Wings, ich hätte jetzt Harry Wings was gesagt, haarige, Bone Wings, Bat Wings, Batman, Leaf Wings, Frozen Wings, Flame Wings, Ghost Wings, Beetle Wings, Festive Wings, Hoverboard, Spooky Wings, Tattered Fairy Wings und Steampunk Wings und die neuesten Fishron Wings. Man sieht es auch immer an der Farbe, es wird immer seltener bzw. auch häufiger. Seltener und immer besser. Fangen wir mal an, was für Effekte die haben. Ich habe extra auch noch so sortiert, das sind immer eine Höhenstufe, ist immer eine Höhenstufe, wo ein Platz dazwischen ist, immer eine Höhenstufe, deswegen leicht zu merken. Und ihr werdet es sehen, wozu habe ich das gebaut. Immer wo so ein Stift ist, ist ein Zehnerschritt. Und ich habe bei dem, seit neuestem gibt es solche Buchstaben- und Zahlenstatuen, die kann man sich bauen. Und da habe ich jetzt einfach solche Zahlen gebaut und extra für euch, damit ihr auch seht, wo genau ich stehen bleibe, damit ihr seht, wie hoch ich fliegen kann, ohne Zusätze. Weil mit Ballons, mit den Schuhen und mit den Fallschirmen hat man höhere Flugchance und auch noch höhere Fallchance und alles mögliche. Und ich will euch zeigen, wie ungefähr das alles ist. Aber zuerst mal fangen wir mit der Geschwindigkeit an. Die Demon und die Angel und die Finwings, die sind alle gleich und machen 3,5% mehr Geschwindigkeit aus. Also wenn ich die anziehe, bin ich um 3,5% schneller. Also 103,5% im insgesamt. Aber ich sag jetzt einfach nur mal die ohne 100%. Dann das Jetpack, das ergibt 108,2%, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder mit 100 gesagt, 8,2% ist man damit schneller, was eigentlich nicht so viel ausmacht. Genauso wie mit den ganzen Dreiern hier, mit Bee, Butterfly und Fairy Wings, ist man genauso schnell, 108,2%. Mit den Leaf Wings ist es genau dasselbe, da ist man auch 8,2% schneller, genau. Dann als nächstes gibt es das Hoverboard, was eine Geschwindigkeit von 3,5 hat, wenn man nur geht. Aber wenn man es benutzt, also runter und Jump drückt, dann fährt man einfach nur horizontal gerade hin und her und kann eine Geschwindigkeit von 66,6% erreichen, was eigentlich das schnellste ist. Außer halt das von Red, also das von dem Red Digit, also von dem Erfinder von Terraria. Ein Hoch auf den Lead Developer, auf den Anführer, auf den Kopf. Als nächstes gibt es die mit 16,5%, das wären alle außer die Batwing, also die zwei, die Bone und Harpy Wings. Warum die Batwings nicht? Die haben keine Geschwindigkeitserhöhung, also man ist genauso schnell wie ohne. Man weiß nicht, ob es ein Bug ist oder nicht, aber bis jetzt wurde es noch nicht behoben, also ich hoffe nur, dass es ein Bug ist. Als nächstes gibt es die ganzen 5 hier. Und das Festiv und die Spooky und Tattered Wings, die haben eine Geschwindigkeit von 123,7% ist man damit schneller. Meine Fresse, ich kann mal mit den 100 aufhören. Dann natürlich das Hoverboard, wie gesagt, 3,5% oder 66,6%, wenn man es benutzt. Die Steampunk Wings, mit denen erreicht man eine Geschwindigkeit mehr von 29,1%. Und natürlich die Fishron. Die besten mit 33,3%, die erhältlich sind. Damit ist man ununterbrochen auch schneller. Und dann gibt es noch zwei Besonderheiten mit dem Beetle und mit dem Hoverboard. Ist man lautlos unterwegs, das heißt, man hört es nicht. Dann gibt es auch etliche Wings, die ein bisschen Licht ausstrahlen, aber nicht so viel Licht, dass es eigentlich wertvoll sein kann. Das sind all die, die erhältlich sind. Es gibt noch die, die nicht erhältlich sind, also von Will, Chrono, D-Town und Jenks. Also Will dem Spriter, Chrono dem Spriter, D-Town dem Business Director, Jenks dem Creative Director, ja. Das sind halt die wichtigsten bei Terraria und die haben auch extra Flügel. Aber die kann man nicht erhalten. Man kann sie sich hercheaten, aber wenn man sie benutzt, dann brennt man. Und man kann sich kaum bewegen. Das ist schlimm. Und wenn man Red seine Flügel auch noch anzieht, dann ist man wirklich
fast unbeweglich. Das ist so, als hätte man eine Armor-Rüstung an und so eine Eisenrüstung, wo man sich null bewegen kann. Diese vier Besonderheiten, Wings, machen eine Geschwindigkeit von 31,6% aus. Eigentlich nicht so viel, da sind die Fischer und besser, aber Red, seine sind 83,3% die schnellsten überhaupt. So, jetzt kommen wir mal zur Flughöhe. Also Demon, Angel und Finwings haben dieselbe Flughöhe. Ich zeige euch das mal. Man erreicht damit eine Höhe von 53 Blöcken. Das ist nicht gerade viel. Ich tue mal das Licht einschalten, weil sonst sieht man kaum was. Ja, leider erreicht man nicht so viel mit diesen drei Flügeln. 53 Blöcke höchstens. Mit dem Jetpack. Mit dem Jetpack sollte man etwas höher kommen, aber auch nicht gerade sehr viel. Und zwar nur bis 60 Blöcke. Aber man sinkt auch relativ leicht damit. Gut. Das nächste wäre die Bee, Butterfly und Fairy Wings. Mit denen erreicht man eine schöne Höhe von 67 Blöcken. Also eigentlich relativ gut. Falls ihr euch fragt, im Internet habt ihr aber gelesen mit 0,5 und so weiter. Ich runde extra ab, weil man muss ja auf den Block auch noch hochkommen können. Und ohne, wenn man auf den Block nicht hochkommt, dann ist es auch kacke. Dann als nächstes zu den Harpy, Bone und Batwings. Ich nehme mal die Batwings, weil die einfach cool ausschauen. Kommt man schön hoch, genauso 72 Blöcke, also nicht gerade höher. Mit den nächsten kommt man 81 Blöcke hoch und das wären jetzt diese 5 hier. Und damit ihr mal wisst, dass sie wirklich lautlos sind, die Beetlewings, zeige ich euch das mal. Man hört wirklich null. 81 Blöcke komme ich hoch und ich könnte sofort auf den Block auch rauf. Das ist relativ schön. Und man hört wirklich nichts. Mit dem Hoverboard und mit dem Festive Wings kommt man relativ hoch. Ich habe es noch nie ausprobiert mit runter und Jump. Ach so, man kann dann relativ rechts und links gedrückt halten. Ah, okay. Wow. Wow, ich habe das noch nie gesehen, das Hoverboard. Damit kommt man nur 86 Blöcke hoch. Ich finde das irgendwie cool, dass, wenn man runter gedrückt hält, so. Phew, da ist man eigentlich relativ schnell. Dann jetzt verstehe ich, wie Red sich die Welt anschaut. Eigentlich richtig geil dann. Die Spooky Wings nehme ich mir, weil die am geilsten ausschauen. Mit dem kommt man auch relativ hoch. 91 Blöcke! Und ihr habt euch jetzt gefragt, hä, mit den besten Flügeln kommt man nur 95 Blöcke hoch? Nein! Mit den besten Flügeln kommt man sage und schreibe 142 Blöcke hoch. Wow! Gib dich das ohne Schmarrn. Mit den Fishrun Wings, die sind die besten überhaupt, aber man hat leider nur eine Chance von 1 zu 15, die zu bekommen vom Duke Fishrun. Kann man 142 Blöcke hochfliegen. Mit den Schuhen und so weiter noch ein kleines bisschen höher, ist klar. Aber das ist relativ hoch. Und falls ihr euch fragt, warum ist da extra noch 95? Und Kisten auch noch dabei. Tja, was habe ich da? Wie gesagt, es gibt spezielle Flügel mit, also von Will, Chrono, D-Town und Jenks. Damit kommt man bis zu 95 Blöcke hoch. Das ist jetzt leider nicht mehr das Beste, aber es ist relativ hoch. Mit den Duke Fishron Flügeln natürlich besser. Mit Red kann unendlich hochfliegen, das ist klar. Aber damit ihr mal auch seht, wie das ausschaut, habe ich extra sie herholen lassen. Sie funktionieren natürlich nicht, also ich würde daran brennen und so, aber trotzdem, damit ihr es sehen könnt. You shouldn't have this, steht überall drauf. Ich ziehe meine mal aus und zeige euch Jenks, Chronos, Wills, D-Towns und Red Wings. Die haben dieselben Effekte. Ich ziehe sie mal kurz an. Ich brenne. Ich habe 6 verschiedene Effekte und ich verliere sehr schnell Leben. Ich sollte die schnell ausziehen. Red Wings sind noch heftiger, um ehrlich zu sein. Die geben mir ganz auch so viele Effekte, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich habe umgekehrt alles und ich sollte sie schnell ausziehen. Das ist einfach brutal. Man sollte sie wirklich nicht haben. Die sollten nur die Erfinder haben und man kann nur, wenn man als die registriert ist, sie einsetzen. Bis jetzt sind nur die Duke Fishron Wings am besten. Und ich würde sagen, wenn man die Schuhe anhat, kommt man eigentlich noch 25 Blöcke höher. Also extra auch noch bis hierhin ungefähr. Ansonsten, wie man welche Flügel bekommt, seht ihr in einem How-To-Video. Aber bis dahin sage ich schon mal, haut rein, meine lieben Styler, und ich hoffe, euch hat der Part gefallen mit dem How-To, mit dem Trivia von Wings, Terraria Trivia Wings, und ich
Ja, ich hoffe, es hat gepasst und hat euch gefallen und es war informativ. Ich weiß nicht, ob ich Zahlen oder sowas einblenden werde, normal nicht, weil ich habe ja alles schön und gut erwähnt. In der Beschreibung wird aber alles stehen, also exakt wie und was wie hoch werden kann und so. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen... Ja doch, ich werde das eventuell auch einblenden lassen, damit ihr beides habt und so. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Sagt euer Pibistyle Tschüdelü und wir sehen uns, keine Ahnung wo, wieder. Haut rein, meine lieben Styler. Tschüdelü. Tschüss. Ja. Ach ja, Leute, und weil ich es gerade vergessen habe zu erwähnen und so weiter und so fort, ich habe gerade meine ganze Rüstung an, aber mit diesen Duke Fischron Flügeln ist man wirklich OP, weil mit diesen Flügeln ist man sogar 25% schneller im Wasser unterwegs als sonst. Also, das ist wirklich gut, diese zu tragen. Sind die besten Flügel bis jetzt überhaupt. Und es kostet kaum was, sie zu verbessern. Alle Duke Fischron Sachen sind kaum was wert, sie zu verbessern. Also ungefähr 50 Silber oder so, aber das ist brutal. Holt euch die unbedingt. Wie man ihn holt und so weiter, werdet ihr in einem anderen Video sehen. Aber bis dahin, tschüss.